Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ja Freunde, es ist wieder soweit. Heute ist es mal wieder soweit, dass wir jemanden pranken. Ich habe meinen Papa hier mit dabei. Normalerweise pranken wir uns immer gegenseitig. Und wen pranken wir heute? Heute pranken wir den Daniel. Aber Freunde, jeder der hier zu Besuch ist, der kann nicht einfach hier chillen, essen, schlafen. Genau. Also ja, wie kann ich es euch erklären? Wir haben vor einem Jahr, glaube ich, mein Cousin mit 500 Euro geprankt. Ich mache euch einmal den Link unten rein, das ist auch so durch die Decke gegangen. Und diesen Prank, den gleichen wollen wir bei Daniel aber machen. Tut mir echt leid. Und ich weiß, sensible Typ. Ja, ich weiß. Ich bin mega gespannt. Zu. Ja. Wenn du weißt, dass du wieder anfängst zu lachen. Ja, ich glaube. Ich werde den richtig auseinandernehmen. Ja, ich werde. Du weißt. Ja, ich weiß. Ich werde diesmal nicht lachen, versprochen. Okay, wir Freunde, wir werden die Kamera wieder da aufstellen, wo wir die auch bei Yasin aufgestellt haben. Wie gesagt, bevor ihr dieses Video guckt, gebt euch erstmal das andere Video. Das ist zu geil. Erster Link unten in der Bio ist genau der gleiche Prank und den werden wir jetzt bei Daniel machen. Ich bin gespannt, wie er reagiert. An der Stelle tut mir leid, Bro. Ich würde sagen, wir stellen die Kamera jetzt auf und bis gleich. So, Freunde, das ist die Hose, die Daniel gestern anhatte. So, und der gute Papa Amiri. Der packt erstmal schön das schöne Geld da rein. So, und ja. Packt dir hier rechte Hosentasche. Ja, wir sehen auf jeden Fall. Der freut sich, wenn das Geld. Oh, Alter, kommt das Geld hier auf einmal. Leg die genauso wieder dahin. Das war. Die lag nein, nicht zusammengelegt, oder? Wie weit? Die lag einfach so, oder nicht? Die war so, Mann, hör auf, der ist nicht blöd. Wir machen das so, wie es war. Okay. So. Okay. Lieber Daniel, es tut mir wirklich leid, aber es musste sein. Wirklich, du bist ein harmloser Junge, aber tut mir leid. Viel Spaß bei der Show von Papa Amiri. Schau, was geht? Was geht, Bro? Zieh dich mal an, wir müssen gleich los. Ich dachte um 17 Uhr. Na, wir gehen jetzt schon um. Lass mal noch ein bisschen mein Handy an, Baller geht gleich los. Ja, zieh dich mal. Warte doch ganz kurz. Siehst du dir? Ich weiß nicht, ich will eigentlich links da. Gut aus, wenn wir beginnen in die Stadt. Da ja, geht's bestimmt was. Die Fahrt Jogginghose, dann ziehen wir uns um. Ja, dann müssen wir aber erst zu mir. Mhm. Ey, glaubst du, ich kann Musik anmachen? Nein. Was war steht noch, ne? Ja. Komm. Aber zieh dich da vorne um, ne? Hm? Zieh dich da vorne um. Deine Schwester nicht da? Na, ich geh da vorne hin, ne? Wo? Jetzt rechts bei der Tür. Dann musst du ein bisschen geradeaus gehen und dann wieder rechts. Ja, warum? Oder? Ich weiß nicht, ist das dein Portemonnaie? Guck mal. Ist das dein Portemonnaie? Was? Schwarz ist das. Ja, ja. Ey, mir fehlt Geld, ne? Hm? Mir fehlt Geld. Also, mein Junge, ich hab hier Geld. Ist dein Geld, oder? Das ist mein, das war in meiner Hosentasche. Hä? Wie ist denn das? Jonas? Ich verarsche. Das ist nicht dein Geld. Ich hab's einfach nur rausgeholt. Hä? Das war gerade bei mir in der Hosentasche. Ich hab die Hose gerade angezogen. Das sind meine 600 Euro, deine. Hör ja, bitte auf damit, ich schwöre bei Gott, wenn du irgendwas damit zu tun hast, sagst du jetzt, voila. Ich war doch in der Schule die ganze Zeit. Ich hab damit nichts zu tun, ich wollte gerade meine Hose anziehen, da war es da drin. Guck mal, kannst du mal anderen verarschen, so eine Scheiße. Ich schwöre auf alles, ich hab nichts gemacht. Ich schwöre, ich war gar nicht an der Portemonnaie, gar nichts. Ja, wie kommt das in deine Tasche jetzt rein? Ich hab meine Hose gerade erst angezogen. Ja, und?
Ich war hast du es reingemacht bei ihm? Nein, ich war doch in der Schule ganz her. Du warst doch ganz sicher. Du hast eben hier als ich reingekommen. Ja, weil ich hier, ja genau hier, hier saß ich ganz her. Ich bin doch gekommen, du meinst, zu deinen Mutter. Nein, hör zu. Jetzt bleib ruhig, ne? Ich schwöre, ich hab damit nichts zu tun. Das ist kein Grund zum Grinsen. Ich habe gerade von der Bank 680 Euro abgehoben, okay? Damit du siehst, dass ich nicht lüge, sind 20er. Und noch ein 20er. Ich glaub dir was. Warte. Und noch ein 20er. Hier, mein Portemonnaie ist leer. Siehst du das? Das ist 80 Euro. So, und komischerweise waren die 50-Euro-Scheine bei dir in der Tasche und du hast den Rest drin gelassen. Warte, ganz kurz. Also verarsche kannst du niemand anderen, nicht mich, weil ich würde sowas überhaupt nicht, ich finde dich nicht. Nein. Jonas, geh mal kurz bitte raus. Warum? Weil du kurz rausgehen sollst. Ganz einfach. Ich hab wirklich damit nichts, ich wollte gerade nicht so was anziehen. Nein, eine Frage jetzt, ne? Bleib ruhig, setz dich bitte hinter. Guck mal, du kommst zu uns, du bist bei uns willkommen, du schläfst bei uns, du isst bei uns, ist kein Problem. Aber das ist Diebstahl, weißt du, das ist Klauen. Ich schwöre auf meine tote Mutter, ich habe das Geld nicht angefasst, ich habe nichts aus deinem Portemonnaie genommen, nichts, ich bin gerade... Ja, aber erklär mir bitte auf deine Art, wie kommen die 600 Euro in deine Jogginghose? Erklär mir das bitte. Yunus saß hier und ich bin gerade ins Zimmer reingekommen. Er meinte, zieh dich an, wir wollen los. Ich wollte noch kurz mein Handy laden, dann bin ich rausgekommen, mich angezogen, wollte mich hinsetzen, mein Fahrkarte. Okay, also Jonas, alles klar. Ich frage jetzt Jonas. Jonas, hast du das Geld zum Abonnieren der Einkauf bei deiner? Nein, habe ich nicht. Dann soll ich das reinschmissen? Also warst du nicht? Nein, du saßt doch die ganze Zeit hier, Bruder. Ich hab doch gesagt. Also, alles klar, weißt du was? Bleib mir hier. Er geht nicht raus, ne? Er geht nicht raus heute. Ich sag's wirklich, ich bin fertig. Ich muss anrufen, ganz kurz, erklären wir das. So geht das nicht. In meinem Haus werde ich noch beklaut. Komm, ich spinne hier. Bruder, ich schwöre alles, ich hab nichts genommen. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, Alter. Lala, bitte, ich hab damit nichts zu tun. Ich schwöre, was soll ich machen? Lala, ich schwöre auf meine Mutter, du hast selber gesehen, ich hab die Hose heute nicht an. Ich weiß. Ich bin gerade aufgestanden, hab meine Sachen geholt. Er hat meinen Fahrkarton und meinen Schlüssel geholt von unten. Ich wollte gerade mein Handy laden, um hier mich anzuziehen, damit wir losgehen. Ich wollte sogar den Jeans anziehen, du meinst, zieh die Hose an. Du musst doch was damit zu tun haben. Nein, ich dachte mir einfach, zieh die Hose an. Oder ich muss auf chillig fahren, Digga. So, hör zu, bitte. Geh mal da hin. Du hast zwei Möglichkeiten, Adi, ne? Du hast zwei Möglichkeiten, ne? Zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst die Wahrheit jetzt, ob du es was oder nicht, oder du rufst die Polizei. Ich rufe die Polizei. Ich schwöre auf meine Mutter, ich hab nichts gemacht. Jonas, du bist schuld. Baba, du hast doch gesagt, du musst dich jetzt heulen jetzt, aber ganz ehrlich, ohne Scheiße. Wie kommt das Geld in dein... Kannst du es erklären, Jonas? Ich war nicht zu Hause. Guck mal, das ist der Dank dafür, dass du herkommst und dann uns so beklaust und dann noch von meinem Portemonnaie Geld. Ich habe Portemonnaie heute Vormittag hingepackt. Heute Vormittag. So, und ich habe den abgehoben gestern Abend. Kein anderes hier. Ich kann mir nicht vorstellen. Jetzt, hast du das reingepackt, Jonas? Nein. Ja, jetzt erklären wir es, Daniel. Du sagst, du warst es nicht. Ich bin gerade reingekommen. Jonas hat gesagt, zieh dich an. Ich wollte diese Hose gar nicht anziehen. Ich wollte eine Jeans anziehen. Ich wollte das nicht. Ich wollte gerade mein Handy laden und meine Jeans, eine Jeans von Jonas anziehen. Er hat gesagt, zieh diese Hose an. Es gibt da nur eine Möglichkeit. Was ist die Möglichkeit? Das Geld ist von meiner Nähe rausgespart. Es ist rausgesprungen und genau 12,50 Euro Scheine sind in dein Portemonnaie reingesprungen. Das ist die einzige Möglichkeit, die ich denke. Oder jemand hat dir mein Portemonnaie rausgenommen und deine Jogginghose eingetan. Und du wolltest so gleich den Zug nehmen, hast du gesagt. Deswegen dachte ich, okay, alles klar. Ich hau den so gleich ab und das Geld ist futsch. Nein. Dann beschuldige ich meine eigenen Kinder. So, das ist für mich, das ist geplant alles. Jonas? Nein, ich finde, das ist was für Jonas. Was für Jonas? Ich hab damit nichts zu tun. Ja, du hast damit zu tun. Wer wohl? Klar ist es zu tun. Wer sonst? Meine Kinder machen sowas nicht. Keiner. Wenn Jonas mein Portemonnaie rangeht, sagt Papa zu, ich brauche Geld, dann bekommt er sein Geld. Das ist aber Mohammed auch. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass einer. Das geht nicht so, Daniel. Ich bin noch nicht so bescheuert und nehme 600 Euro aus dem Portemonnaie. Vielleicht bist du so bescheuert. Vielleicht bist du so krank im Kopf. Ich weiß nicht, vielleicht bist du so bescheuert im Kopf und machst so einen Fehler. Du denkst, du kannst uns verarschen. Kommst hierher bei uns, ne, keine Ahnung was, und dann machst du. Das geht, das ist normal. Ich schwöre auf meine Mutter, ich habe nichts. So, ich gebe dir noch eine Chance jetzt. Ich will ja nicht diskutieren, ich habe keine Lust, andauernd diese Scheiße hier wieder zu wiederholen. Du hast zwei Möglichkeiten jetzt. Sag mir, wenn du es warst, ist für mich die Sache erledigt. Das war's, brauchst du nicht mehr kommen. Jonas, kannst du vergessen als Freund? Feierabend. Nee, du brauchst nicht mehr herkommen, für mich ist die Sache erledigt. Oder, sag es Papa zu, das war mein Fehler, ich hab's gemacht, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich war es nicht.
Ich sage, ich war. Jonas, sag doch was. Gut, weißt du was nicht? Geh mal kurz raus, ich muss mal reden. Geh mal raus. Geh mal raus hier. Geh mal kurz raus. Brauchst nicht hören, geh mal raus. Das kenn ich jetzt. Das kennen wir schon. So, Jonas. Und nicht lauschen, dann kannst du runtergehen oder geht's zu Mohammed. Wenn du lauschst, gibt's Ärger hier. So, Leute, ich weiß nicht, soll ich's auflösen? Der Kerl kriegt bald einen Nervenzusammenbruch. Jonas, was meinst du? Langsam auflösen. Und lassen? Ja, kann auflösen, ja, wallah. Wie wollen wir das auflösen? Wie? Leute, wie. Der tut mir leid, ist. Aber ich muss so, er sagt zu mir, du musst so hart bei ihm sein. Der ist so sensible Typ, der ist normal. Auflösen. Ja, auflösen, aber dann tut mir leid. Daniel, komm mit her. So, wir haben uns entschieden, komm her. So, jetzt geht's los. So, Jonas hat jetzt gesagt, was Sache ist, alles drum und dran. Und Jonas, was nicht jetzt gemacht hat bei dir. So, und ich muss ehrlich sagen, du hast Glück gehabt, ne? Das war ein anderer, ne, Jungs? Und das war Papa Amir. Hier ist die hübsche Kamera, mein Sohn. Ey, Bella, denkst du echt, du kannst hier schlafen, essen, ohne dass du geprankt wirst oder was? Ey, du hast gestern Steak gegessen bei uns hier. Steak, meinst du, der ist billig? Du ziehst dir sowas an, ich dachte, du hast es gemacht, um mich zu ärgern oder so. Ja, ey. Ich hätte noch weiter gemacht, weißt du, aber Jonas hat gesagt, Papa, hör auf. Das Ding, ich hatte das ja schon hier in meiner Hosentasche gesehen und ich wusste nicht, was hast du, was hast du dir dabei gedacht, wo du das Geld in der Tasche gefunden hast? Ich dachte mir, Jonas hat das mit Absicht reingepackt. Ich dachte, er hat das mit Absicht reingepackt. Guck mal, dieser Schreiner, der nennt sich Freunde, ne? Er sagt zu dir Freunde. Ich weiß noch nicht, ob es viele von euch schon mitbekommen haben, aber Daniel hat jetzt auch einen YouTube-Channel. Erster Link ist unten in der Bio von seinem Kanal. Checkt den auf jeden Fall ab. Da werden sehr viele Videos mit mir kommen, auch allgemein zusammen. Da werden richtig geile Videos kommen. Willst du noch was sagen? Nein. Okay, Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Also, wenn ihr so welche Pranks nochmal weitersehen wollt, Papa Amiri, wie ihr die Freunde von Jonas fertig macht, dann einfach liken, abonnieren und herkommen. Und Gas geben und herkommen, genau. Ciao.